kommt eigentlich quasi jetzt aus drei Spielen, drei Punkten und nach dem Auswärtsspiel im Zürcher letzten Grund gewinnt der FC Basel gegen den Grasshopper Club Zürich mit einem guten 3:0. Das ist der Rot-Blau-Tag am Montag oben. Schön haben wir auch heute wieder eingeschaltet. Ja, finde ich auch, und das Spiel so zu analysieren aus technischem Grund, weil es nur ein Teil vom Team relativ wenig mitbekommen hat, ist es trotzdem super gelaufen. Ja, was ich auch finde, ist auch der Fabio Celestini, genau die Mannschaft, die gesagt hat, wie man es machen soll. Es ist umgesetzt worden, in den ersten paar Minuten sind hinterher keine Fehler passiert, was eigentlich ein erstes positives Zeichen ist. Zweitens, wo dann schon quasi gleich dann, wo das erste Goal gefallen ist, hat man eigentlich gemerkt, ich glaube, die Mannschaft hat jetzt verstanden, was so Fabio Celestini jetzt in dieser neuen Saison von der ganzen Mannschaft will erwarten. Und sie sind eigentlich überraschend auch recht gut auftreten am Samstag im Letzi. Ja, das hat man gesehen, der komplette Auftritt, vor allem im technischen Sinne von der Statistik her hatten sie, glaube ich, sogar ein bisschen mehr Ballbesitz als GT. Aber dennoch ist das Ergebnis ein bisschen mehr wünschenswert, wenn das auch die anderen Spiele so laufen würde. Ja, das ist definitiv so. Man hat ja gesehen, dass nach der Disziplinarstrophe im Kader zwischen Tiano Bari und Benjamin Caloli ist ja dann das quasi intern angeschaut worden, und man hat dann auch gesehen, dass der Tiano Bari sehr überraschend in der Startelf war gegen GC am Samstag, und der Benjamin Caloli hat man irgendwie gar nicht gesehen. Aber durch dass der Tiano Bari wieder auf dem Platz war, hat er wieder eingeschlagen, und ich würde sagen, das ist eigentlich recht gut. Für dass er so ein guter Stürmer ist vom FCB, kann man das eigentlich gut brauchen. Und auch generell, der Tiano Bari hat sich in der letzten Zeit jetzt im FCB immer mehr aufgetan. Und genau so ein Spieler, auch wie Stürmer, braucht es eigentlich auch im Rot-Blau-Kader. Und so wie sie auftreten, sind perfekt, also recht gut, sage ich jetzt einmal so. Fand ich auch, aber das Komische ist, dass er vielleicht am Samstag vermischt hat, war ja natürlich die Torhymne von GC. War ja ziemlich ruhig um die Heugumpe. Ja, die Musik ist weggeblieben, warum auch immer, aber das müssen wir schlussendlich ja nicht verstehen, wir haben unsere Musik beim Einlaufen. Und ja, auch das ganze Spiel irgendwie, GC hat irgendwie fast keine Möglichkeit gehabt, irgendwie im FCB irgendwie eine Aktion irgendwie zu stören oder irgendeine, wie sagt man, einen Crash reinbringen, dass sie irgendwie verunsichert werden. Die ganze Mannschaft hat sich nicht verunsichern lassen, von vorne bis hinten nicht. Und das ist eigentlich ein recht gutes Zeichen. Was einfach komisch ist, dass der Fabian Frey am Anfang nicht in der Startelf war. Was auch recht komisch ist, dass da auch irgendwie ein Rücktritt von seiner Karriere gefordert ist. Was eigentlich, wie soll man das erklären? Es ist einfach ein bisschen schwierig, weil so ein guter Spieler, der die Mannschaft gut kennt, was gut hat mit den Fans, ist von Anfang an eigentlich auf der Bank gesessen, und man hat eigentlich auch gemerkt, dass im Interview am Anfang hat eigentlich der Fabio Celestini bei Blue Sport eigentlich nicht irgendwie gross Welle drauf eingehen, warum oder weshalb, aber ja, das ist halt so wie es ist, aber schlussendlich hat man den Fabian Frey dann doch noch einwechseln, und das ist dann auch recht gut. Ja, da ich die Schlüsse noch mitgekriegt habe, fand ich
trotzdem kurz vor Schluss jemanden einwechseln ist eigentlich nicht so das Tagesthema im Sportbereich, aber trotzdem super Entscheidung. Hätte vielleicht für den Sieg nicht so viel gebracht, aber war trotzdem cool. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die 3 Punkte hat es jetzt auch wieder mal gebraucht. Das macht man klar, kann sagen. Durch Basel, nichts anderes. Das Mal haben sie das Auswärtstrikot angehört, was auch mal toll war, das zu sehen. Und wenn man jetzt auch noch schnell so ein bisschen auf die Tabelle schaut, ich glaube, Basel ist momentan halt immer noch im hinteren Tabellenfeld. Aber die Saison ist eigentlich noch recht jung. Und ja, also ich glaube, das eine oder das andere kann man noch verbessern. Weil jetzt das Mal recht gut gepunktet hat hinten im Gold, und Marvin Hitz hat quasi die recht guten Bälle gut können einschätzen, abfangen. Außer eine Aktion, die sich ein bisschen gekadert hat, aber das ist quasi eigentlich normal. Aber den Rest vom Tag hat er eigentlich quasi recht gut über die Runde gebracht. Und die Mannschaft ist auch nach der Pause eigentlich recht gut aus der Kabine gekommen. Und dann ist es eigentlich dort weitergegangen, was sie jetzt aufgehört haben. Oder hast jetzt du noch etwas gesehen, aber jetzt weniger? Naja, ich finde auch gegnerische Mannschaft hat genügend Torchancen gehabt. Leider ist daraus nichts gekommen, weil wir hätten sowieso 3 Punkte uns gesichert, auch wenn der Gegner, der theoretisch auch daheim gespielt hat, sicheres Goal hätte können machen. Aber schlussendlich, wenn der FCB jetzt weiterhin die nächsten Spiele machen kann, und auch dort wieder gewinnen kann, dann kommt man eigentlich, glaube ich, recht gut auf einen guten Zweig. Vielleicht, aber es kommt jetzt darauf an, was uns noch für Gegner erwarten. Egal, ob das jetzt, sagen wir mal, sowas dahergelaufenes ist wie GC oder ein FCZ, wo beides zufällig im selben Stadion spielen. Warum auch immer. Aber trotzdem. Mal schauen, was diese Saison noch bringt. Ja, das ist so, was man auch gesehen hat, ist, momentan sind es auch quasi noch kleine Gerüchte, aber was man gelesen hat und gehört hat, dass irgendwie seit neuestem jetzt das Angebot von Frankreich ist, ein Deal für Thierno Barry, aber der FC Basel hat sich momentan noch nicht zu dem geäußert. Da werden wir jetzt schauen, solange das Transferfenster noch offen ist, bis Anfang September oder Mitte September mal schauen, wer bleibt oder ob der Club auch wird verloren. Wenn er ihn wird verloren, auf wen, dann ist einfach, dann hat man auch quasi ein Problem, wo man nicht weiss, wie löst man es erstens, zweitens, wo holt man einen guten Spieler, der gleich gut ist wie er, und drittens, wird der Verein logo. Oder sagen, nein, wir warten noch, und dann schließt sich das ganze Fenster rund. Das ist eigentlich ein recht spannendes Zeug, das man jetzt noch so ein bisschen verfolgen kann. Wie siehst du das? Ich würde sagen, ein bisschen verfolgen. Es könnte auch sein, wenn der Verein darauf angeht, auf das Angebot von Frankreich, für Thierno Barry, je nachdem, was für eine Mannschaft, könnt ihr auch einen Spieler, der genauso gut ist wie näher, als Wechsel anbietet, dann haben wir halt wieder mal einen Franzose mehr, statt einen Spieler zum Beispiel aus eigenen Reihen. Jo, das ist so. Die Frage ist nur, wo holt man jetzt den nächsten Thierno Barry her? Jetzt als blödes Beispiel, das wissen wir nicht, aber für das sind die Zuständigen, die das machen, die wissen schon, wie sie handeln und reagieren. Aber momentan ist es ja noch nicht so, wie der Thierno Barry hat sein Goal gemacht gegen GC am Samstag. Und das ist eigentlich schon mal recht gut, was man jetzt noch ansprechen ist. Jetzt in der Freitag spielen unsere FCB-Frauen am 7. Abend daheim im Ella-Stadion. Ihre Saison startet wieder von der AXA Women Super League. Sie empfangen
wie gesagt, BSC Young Boys. Das ist auch ein rechter Gegner, wo wir gespannt sind, was jetzt da bei den Frauen ein bisschen geht. Also die Goalie-Positionen hat sich eigentlich recht viel verändert. Also besser gesagt, Michelle Judin, die eigentlich Nummer 1 war, die jetzt mehrheitlich auf der Bank war, wenig Spielpraxis hatte, ist jetzt mittlerweile in Berlin bei den Goalie-Positionen. Da ist, glaube ich, noch etwas Neues dazugekommen. Aber da sind wir jetzt gespannt, was geht. Und dann wollte ich jetzt auch mit dir das heute im Studio anschauen, weil du ein bisschen mehr Experte bist bei den Frauen. Was hast du jetzt so erlebt in der Pause, was so gegangen ist? Naja, wir haben ja ein wenig einen Umbruch gehabt bei den Frauen im offenen Transferfenster. Wir haben jetzt wenig fremde Spieler vor der Liga gekauft. Die haben mehr expandiert in den Nachwuchs und haben 3-4 gute Spielerinnen aus dem Nachwuchs in die erste Mannschaft beordert. Was ich auch den Männern gern ans Herz legen würde. Es gibt super tolle Spieler in der Nachwuchsmannschaft, sei es U21, sei es U18, vielleicht auch U16, die mal gerne in der ersten Mannschaft spielen würden, aber fast nie die Chance kriegen. Sieht man da einen Axel, wo hin und wieder wohl in der ersten Mannschaft spielt. Top-Spieler, kriegt meistens Top-Chancen, macht auch meistens geile Goals. Was will man mehr? Ja, das ist so. Das erste Spiel von der Frauen kommt bald. Wir sind recht gespannt, was wie die Frauen aussehen im neuen Trikot. Das ist mal etwas ganz anderes. Ja. Das haben wir bis jetzt noch nicht gesehen, werden wir dann sicher bald noch erleben. Die Saison ist noch weit. Wir denken auch, dass Kim Kulig jetzt in dieser Vorbereitung auch mit dem Trainingslager im Zusammenhang, wo sie auch in Österreich hatten, auch recht gut können vorbereiten. Das Team hat sich können gut regenerieren. Sie haben gute Trainings absolviert. Und ja, also ich freue mich jetzt auf die Saison der Frauen, jetzt wieder, es geht endlich wieder los. Und was auch mich überrascht, sie haben glaube ich, zwei vom FCZ jetzt nach Basel gekommen bei den Frauen. Fand ich auch nicht schlecht, ja, dass mal zwei aus einer anderen Mannschaft der Liga mal zurückgekommen sind auf Basel und dort eine Festeinstellung kriegen, weil sie jetzt zum Beispiel in dem Ex-Verein nicht die perfekte Spielzeit hatten. Außer das, was mich wundert, die haben sogar eine Spielerin aus Luzern geholt, was ich jetzt auch mal kurz ansprechen will. Die wurde geholt, aber darf trotzdem Cleveland noch im alten Verein spielen. Das finde ich irgendwie verwirrend. Bescheuert oder verwirrend. Es ist nur doof, weil ihr dann die Spielzeit auf Basel natürlich fehlt. Aber wiederum auch gut, dass sie nur leihweise dort spielt, bis sie halt komplett bei uns ist. Das hat dann auch was mit Spielpraxis zu tun. Ja, das ist ja für Person vielleicht auch ein bisschen so eine, nach dem Motto, so eine Hälfte Luzern, Hälfte Basel. Das ist recht kompliziert, aber es wird schon irgendwie angehen. Und ja, also wir sind gespannt, wie jetzt so die Saison von innen so verläuft, wenn sie dann angefangen hat. Denke ich auch. Um das mit dem Auseinanderriss jetzt nochmal kurz anzusprechen. Die haben zwar eine Spielerin von Luzern geholt, natürlich schön und gut. Die hätten sie jetzt wegen ihrem jungen Alter sowieso wahrscheinlich am Anfang nicht Welle aus dem gewohnten Umfeld, was natürlich hubelmatt ist. Auch der FCB spielt noch am Sonntag auswärts gegen Genf Servette. Das ist eigentlich auch, sollten sie die nächsten drei Punkte einfahren, was sicher auch klar ist. Und wünschenswert, dass, ja, vielleicht, dass man auch wieder ein bisschen mehr Fabian Frey in der Startelf hat. Oder jetzt zum Beispiel der
Talan Xhaka ist jetzt irgendwie nach dem letzten GC-Spiel am letzten Samstag auch erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Aber das ist auch ein routinierter Spieler, der vielleicht manchmal auf der Bank ist und dann eingesetzt wird und trotzdem der Mannschaft dann kann das helfen, was auch der Trainer auch gesagt hat. Oder? So denke ich auch, aber denkt mal an die Alter der routinierten Spieler, die jetzt zum Beispiel in der Jugend schon dort gespielt haben. Der Xhaka ist ja über 30, hat vielleicht noch ein, zwei Jahre und dann ist Karriere sowieso schon Fujikato. Ja, das ist so. Wir hoffen, dass auch noch genug Spiel haben und dass der FCB dann am nächsten Auswärtsspiel, ja, da es sollte etwas gehen, weil Servet ist ja, wie schätzt du Servet diese von der Mannschaft momentan? Hast du bis jetzt mal etwas gesehen? So wie es jetzt momentan spiele und die Platzwertung sagt ja schon aus, dass sie relativ stark sind. Und wer weiß, ob sie vielleicht für den Remis oder Sieg daheim expandieren. Ja, das ist so, wie das Stadion ist quasi eigentlich recht groß und meistens nie ganz ausgefüllt, dass auch quasi recht viel auch noch leer ist. Und auch schade ist, aber ja, also ich hoffe, dass Basel gewinnen hat dann Sonntag gegen Servet. Ja, denke ich auch. Vielleicht wird es aber auch ein Remis, weil denkt, dann könnte natürlich auch ein Aufsteiger sein, der mal relativ die fetten Hosen anhaben möchte. Ja, Servet ist eigentlich alles zuzutrauen, aber schlussendlich schaut Fabio Celestini eigentlich, dass seine Mannschaft rausgeht, zeigt, wo der Ball angehört, ins Goal und schlussendlich. Wir hoffen, dass die Mannschaft gut auftritt wie gegen GC. Das ist eigentlich sicher mal klar. Und der Rest, ja, keine Ahnung. Der Rest wird sich zeigen, ob die Männer Sonntag gegen Servet können gewinnen. Aber erstmal lügen wir sowieso auf den Freitag. Was machen die Frauen? Ist IB vielleicht in der Sommerpause stärker geworden? Haben sie vielleicht neue Spielerinnen? Genauso wie wir auf Basel. Mal schauen, welchen Platz wir im ersten Spiel kriegen. Und dann erst um 4:30 am Sonntag kommen die Männer dran. Genau, das ist so. Wir wissen noch nicht, ob wir anreisen werden. Aber das wird sich dann zeigen. Und falls wir nicht dort wären, dann wird das Ganze eh wieder online ablaufen. Ihr kennt ja das Spiel schon langsam, wie das hier abläuft. Ich würde noch wärmstens empfehlen, wer es vielleicht noch nicht hat, Aufwärmshirt kaufen, Teamkollektion kaufen, vielleicht auch das neue Trikot, wenn das der eine oder andere nicht hat. Genau. Am besten eine Werbeformation mit Lieblingsspieler, Spielerin, damit der Verein mal ein wenig mehr Kohle in der Kasse hat. Ja. Und sonst, was ich auch noch wärmstens aus dem Fanshop empfehlen kann, der eine oder andere schultet bestimmt gern, kauft euch den Fußball, der neue. Was jetzt du gerade angesprochen hast, was auch noch recht spannend ist, es hat doch hier der deutsche Trikot-Designer aus Deutschland, der ja das Trikot eigentlich entworfen hat. Das ist auch quasi noch recht crazy, wenn er das aufgebaut hat. So die kleinsten Details von Basel, dies und das, glaube ich, von wo kommt der genau? Also der ist nicht so weit von mir entfernt, der ist ja quasi wie ein Nachbar. Er wohnt in Haltingen, schafft es, weil aber geht hin und wieder zu Heim- und Auswärtsspielen vom FCB und ich finde, das, was er bis jetzt mal
versucht hat zu designen, ist perfekt. Ja, also man muss auch sagen, es ist erstens geil. Zweitens, man muss die Hand dafür haben, um so etwas zu gestalten. Ich kann es jetzt nicht, aber es ist geil, holt doch euch das neue Warm-Up-Shirt im Fanshop. Es ist eigentlich ab sofort erhältlich. Und das ist quasi eigentlich auch das Schlusswort. Der FCB spielt nochmal zur Betonung jetzt am Sonntag auswärts am 16.30 Uhr im Stade Genève gegen Servette FC. Und wir sehen uns wieder heute in einer Woche am Montag oben, wenn es wieder heisst Rot-Blau-Talk. Schön habt ihr eingeschaltet. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht es gut und bis bald.